Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide, und zwar Part 2 der Muspelheim-Prüfungen, die Kombinationsschmiede. Ihr könnt hier auf dem Boden erkennen Runen, die leuchten, und hier sind sie erloschen, die Runen. Das heißt, diese Prüfung habt ihr absolviert. Ihr müsst auf den Boden schauen, zum Beispiel F und R, die Runen dann oben aktivieren, die Prüfungen, die spielen. Ihr müsst immer nur eine Prüfung pro Schwert machen, sind immer zwei Runen, die ihr aktivieren müsst pro Kombination, um dann alle sechs Prüfungen der Kombinationsschmiede zu erfüllen und dann die Trophäe zu bekommen. Im ersten Part zeige ich euch alle Prüfungen von jedem Schwert, sogar alle von 1 bis 3. Und mein Tipp, um schnell die Runen freizuschalten, ist ganz einfach. Beim ersten Schwert ganz links ist es die Prüfung, wo ihr auf Zeit eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegen müsst. Beim mittleren ist es, wo ihr dann Leben die ganze Zeit verliert und eben die Gegner besiegen müsst, um Leben zu erhalten. Und ganz rechts das Schwert, wenn ihr von der Kombinationsschmiede zu den Prüfungen hinaufschaut. Die Populationskontrolle, die könnt ihr in einer Minute erledigen. Die Prüfung habt ihr in Part 1 ja schon gesehen. Und das sind so die schnellsten Prüfungen, um eben die Kombinationsschmiede, die ganze Kombination freizuschalten, um dann die sechs Prüfungen zu erspielen und die Trophäe zu bekommen. Und wenn ihr alles geschafft habt, könnt ihr sehen, könnt ihr die Prüfungen 1 bis 6 auswählen. Ich zeige euch dann auch, was zu beachten ist bei den einzelnen Prüfungen. Bei der ersten Prüfung müsst ihr einfach 99 Gegner besiegen. Worauf müsst ihr hier achten? Ganz einfach, es gibt ein paar Gegnergruppen bzw. Gegnertypen, die auf euch springen, euch festhalten und Statuseffekte auf euch setzen. Das sind Irrlichter und diese blau leuchtenden Gegner, ich habe den Namen jetzt vergessen, die sich eben an euch heranschleichen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu beachten. Stellt die Schwierigkeit auf einfach. Die Belohnung und eben das, was ihr am Ende rausbekommt, unterscheidet sich eben nicht von leicht und schwer. Macht einfach auf leicht, spielt es einmal durch. Wenn ihr eine Herausforderung wollt, könnt ihr es dann auch schwer spielen. Ansonsten könnt ihr noch hier, wie bei den anderen Prüfungen, auch die Gegner nutzen, um die Gegner um euch herum zu besiegen. Als Beispiel hier den Oger. Und ansonsten müsst ihr euch einfach hier durchkämpfen, bis ihr 99 Gegner besiegt habt. Und am Ende kommen wieder die Gegnertypen mit dem Bifrost. Und danach habt ihr die Prüfung bestanden. Und die Truhe erscheint dort, wo die Prüfung, also wo die Runen im Boden eingraviert waren. Die zweite Prüfung. Ihr müsst vier Gegner besiegen, dann könnt ihr Schaden am Boss verursachen. Eigentlich auch einfach. Der erste Part ist nicht wirklich schwer. Bekämpft den Nachtmar und die Gegner hier als erstes. Nutzt euren Partner, der mit euch dabei ist, um die zu erledigen. Und dann könnt ihr komplett eure ganze Combo mal auf den Boss setzen, um so viel Schaden, wie es nur geht, anzurichten. Ihr seht, fangt nicht zu früh mit den Kombos an, denn ansonsten verschwendet ihr einfach den Schaden. Ansonsten gibt es hier auch nicht viel zu beachten, außer dass der zweite Boss ein bisschen schwerer ist. Es sind zwei Bosse, die auftauchen werden. Einmal der Einherjahr Hauptmann und dann eine Jägerin. Und ja, es kommen dann wieder vier Gegnertypen und danach müsst ihr wieder auf den Hauptmann einschlagen. Und dann kommt gegen Ende auch schon der zweite Boss in die Arena. Und da euch nicht beirren lassen, ihr müsst, um den Hauptmann dann Schaden zuzufügen, keine weiteren Gegner mehr besiegen. Die drei Gegner, die dann erscheinen werden, die nur dazu Schaden an der Jägerin zu machen, heißt, fokussiert dann in der zweiten Phase euch nur ausschließlich auf den Hauptmann. Versuche hier zu parieren und behaue es die ganze Zeit, aber naja, ihr seht, ich habe meine ganze Damage-Kombo raus und hier kommt die der Pirscherin. Pirscher. Und wie ihr sehen könnt, ich fokussiere mich nur auf den Hauptmann und dann auf die Gegner, um dann am Pirscher Schaden zu verursachen. Es ist absolut nicht schlimm, wenn die Pischerin euch so zieht. Das ist ein kleiner Bug hier gewesen, denn ihr verursacht
danach mit den Schlägen sogar Schaden an der Pilcherin, wenn ihr die drei Gegner besiegt habt. Ihr könnt so wie ich entweder einfach aggressiv auf sie drauf oder ihr könnt ja sehen, ihre Hörner leuchten. Ihr könnt dagegen eine Axt oder eure Speere schmeißen und sie staggern und ihren kritischen Punkt treffen und so mehr Schaden also verursachen. Und ihr müsst pro Boss immer zwei Gegnertypen, also Gegnerwellen besiegen. Beim Pirscher sind es immer nur drei Gegner und beim Hauptmann sind es vier. Und hier könnt ihr sehen, die drei Gegner sind besiegt, ihr müsst X-Spammen und ihr macht sehr guten Schaden. Heißt, ihr könnt euch immer wieder von der Pilcherin greifen lassen, um an ihr Schaden zu machen. Also müsst ihr dann den Packangriff nicht dodgen. Und dann kommen wir zur dritten Prüfung. Hier müsst ihr im Kreis bleiben. Dort habt ihr eben diesen Giftfackel dort, die eben den Gegnern Leben gibt und schützt und euch halt eben Schaden zufügt. Einfach eure Axt nicht benutzen, einmal da reinhauen, beziehungsweise ihr könnt sogar eure Kombos, eure Runenangriffe mit der Axt raushauen und danach dann das einfrieren und nur eure Chaosklinge und euren Speer nutzen. Und ja, achtet auf den Boden, der Ring bewegt sich, ansonsten erleidet ihr ziemlich viel Feuerschaden. Ihr könnt, wenn ihr habt, Runen und Zauber mitnehmen, also Amulette, so ausrüsten, dass ihr stärkere Resistenzen habt gegen Feuer, wenn euch die Prüfung Probleme macht. Ansonsten habt gut AOE-Schaden dabei und Range-Attacken, um eben aus der Distanz die Gegner zu besiegen. Ja, es gibt hier noch einen Kniff, und zwar hier das fliegende, ja, der kleine Drache dort. Und zwar dieser Angriff. Wenn er euch packt und im Feuer herumwirft, erleidet ihr dennoch in der Animation den Feuerschaden, wenn ihr wirklich im Magma dort draußen seid. Und das kann dann ziemlich schnell viel Schaden verursachen und euch dann, ja, die Prüfung verhauen. Achtet darauf, dass ihr eben euch nicht die ganze Zeit packen lasst von dem und raus aus dem Kreis, aus der Arena schleppen lasst. Und wie gesagt, nutzt eure Axt nicht, ansonsten wird es nur noch nerviger. Hier ist mir sogar gelungen, ihn parieren. Und das war's dann auch mit ihm. Und auch mit der Prüfung. Ja, dann kommen wir zur vierten Prüfung, und zwar der Ansturm-Herausforderung. Und hier müsst ihr einfach überleben. Das ist wirklich nicht schwer, das ist die einfachste Art. Versucht hier, wenn ihr Probleme habt, wirklich eine Tanky-Rüstung zu nehmen. Steht hier in der Mitte, habt eure Fallen parat, heißt, nehmt Fähigkeiten und Runenangriffe, die eine Falle hinterlassen, zum Beispiel eure Axt, wo ihr dann ein Eisfeld um euch herum habt und seid wirklich stationär. Und dann solltet ihr eigentlich keine Probleme haben, das sind halt 5 Minuten, die ihr überleben müsst. Ihr müsst die Gegner nicht besiegen, ihr müsst wirklich überleben. Und dann habt ihr die, ja, das ist so die einfachste Prüfung meiner Meinung nach. Es kommen auch keine wirklich starken Gegner, nur eine große Menge. Seid stationär, habt viel AOE-Schaden dabei. Und das sollte kein Problem sein, die Prüfung zu erledigen. Ja, gegen den Phantom. Mein Tipp, nutzt den Speer. Ihr werdet sehen, mit dem Strudel macht ihr enormen Betäubungsschaden und füllt den Balken. Und dann fokussiert ihr euch nur auf die ganzen Säulen. Wie ihr sehen könnt, einfach einen Speer reinschmeißen. Hier könnt ihr eigentlich hinrennen und im Nahkampf die hier unten die Säule kaputt machen. Aber ja, ich habe es mit Fernkampf versucht. Dann hättet ihr, glaube ich, sogar noch Zeit, ein paar Speere in die dritte Säule reinzuhauen. Aber wie ihr sehen könnt, mit dem Speer, mit dem Strudel, macht ihr enormen Haltungsschaden am Phantom.
Und am besten, ihr besiegt ihn, ja. Das heißt, versucht alle drei Säulen zu bekämpfen, denn das Phantom ist am nervigsten und teilt, glaube ich, auch meiner Meinung nach, also meines Wissens auch, am meisten Schaden aus, wenn er am Leben bleibt. Weil es kommen hier, wie ihr sehen könnt, noch diverse andere Gegnertypen. Und wenn ihr das Phantom besiegt habt, bleibt er weg. Er taucht am Ende wieder auf, wenn ihr hier die ganzen Gegner besiegt habt. Ja, dann kommt hier noch das Phantom, ihr müsst dann noch einmal anschlagen, könnt es dann finishen. Und das war's dann. Und dann bleibt nur noch eine übrig und ihr könnt auch sehen, hinter den zwei Gitterstäben sind also die Belohnungen für die zwei Prüfungen, die nicht im Boden sind. Und ihr müsst eben alle sechs Prüfungen machen für die Trophäe. Ich glaube, es sind nur vier Runen im Boden und zwei Kombinationen müsst ihr euch halt, die halt übrig sind, selbst erspielen. Ja, bei der Prüfung hier müsst ihr gegen stärkere Bossgegner kämpfen. Macht das gegen Endgame, denn ihr könnt sehen, der Gegner ist Stufe 7. Ich bin Stufe 8,5, fast 9, also fast maximale Stufe mit meinem Charakter. Und dann habt ihr auch keine Probleme, hier die Gegner wegzuhauen. Ihr sehen könnt, wenn ihr hier mit Stufe 5 da seid, werden die Gegner euch ziemlich ja, Sorgen bereiten, denn sie teilen dann einen sehr hohen Schaden aus. Ich habe Max Rüstung, also ich habe Blunders Rüstung auf Stufe 9, falls es den einen oder anderen interessiert, was für ein Set ich spiele. Und ihr sehen könnt, ich arbeite mit dem Gift. Gift ist sehr stark. Es reduziert das Level der Gegner. Den Schaden, den ihr erhaltet, wird reduziert. Heißt, ihr könnt ein bisschen aggressiver vorangehen. Und ich habe an meinem Schild noch den Sturm drin, also eine Rune drin, wo ihr dann, wenn ihr diese blauen Symbole beim Gegner seht und dann pariert eben den Haltung hier, die gerade eben geschlagen hätte. Hätte ich um mich herum einen Statuseffekt, einen als Sturm. Entweder einen Feuersturm, einen Eissturm oder einen Sturm für Bifrost. Und darauf baut eben mein Set auf, dass ich die Gegner eben vergifte und mit Statuseffekten belege. Wie ihr auch sehen könnt, absolut kein Problem, die Prüfung. Und das ist dann auch die letzte Prüfung. Danach habt ihr dann die Trophäe. Ich werde dann auch den Clip von der Trophäe einblenden. Da habe ich eine ganz andere Prüfung gemacht. Ich bedanke mich dann mal schon mal fürs Einschalten und Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abcheckt für weitere Trophy-Guides in God of War. Es kommt auch noch ein Guide für die Valkyrenkönigin und auch für den König der Berserker, die ebenfalls trophäenrelevant sind. Und ich habe noch andere Platin-Guides auf meinem Channel, auch Trophäen-Guides für andere Spiele und Tipps. Wenn ihr andere Trophäen-Guides zu anderen Spielen oder zu anderen Trophäen in God of War sehen möchtet, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschalten und Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Swarty.